Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um eine Displayfolie oder besser gesagt ein Panzerglas von der Firma Utaction. Ich glaube, so spricht man sie aus. Wie schnell lässt es sich ohne Probleme befestigen oder kommen noch schwere Hürden auf uns zu? Das und vieles mehr erfährt ihr natürlich nach dem ganz kurzen Intro. Also dranbleiben und viel Spaß! Vor uns liegen die zwei Panzergläser. Ja, ihr habt richtig gehört, die Firma schickt diesmal zwei Panzergläser mit. Sollte das beim ersten Mal nicht funktionieren, habt ihr noch eine zweite Chance. Die Verpackung hat ein schlichtes Design und trägt für mich nicht zu dick auf. Auf der Vorderseite gehen wir mal den Firmennamen sowie die zwei Stück Panzergläser und natürlich einen Installationsrahmen zum Ausrichten der Folie. Wir haben hier noch einmal Anti-Fingerabdrücke, sollte es haben. Es ist ein 9H-Glas, also ein sehr guter Schutz. Bruchsicher und gut lesbares Display. Mit dieser Folie sollte auch möglich sein. Auf der Rückseite sehen wir die Installationsbeschreibung mittels Bild und Text, sowie dass die Firma den Sitz in Deutschland hat. Sonst ist einfach nichts Wichtiges zum Erzählen und Wichtiges drauf. Schneiden wir mal das gute Ding endlich auf. Als erstes werden wir gleich von der Werbung erschlagen, was ich persönlich ein bisschen zu viel finde. Könnte wesentlich weniger sein. Wir haben überall QR-Codes stehen. Ein bisschen zu viele QR-Codes. Der erste große QR-Code leitet euch auf die Beschreibung weiter, die ihr euch laut Blatt gut durchlesen solltet. Da kommen noch zwei Codes, falls ihr Probleme mal habt mit der Installation oder halt eben ein anderes Problem oder Fragen, könnt ihr es mittels WhatsApp-Nachricht direkt an den Hersteller stellen. Da spreche ich ein wenig aus Erfahrung, weil beim ersten Versuch hat es auch bei mir nicht so fehlerfrei geklappt. Jetzt sehen wir gleich den Rahmen für die Installation sowie zwei separate verpackte Gläser. Zwischen den Gläsern sind natürlich noch die Reinigungsmittel und die Entfusselsticker. Für den Aufbringer des Glases haben sie online ein Video zu toll gemacht, wo er wieder mit QR-Codes hingelangt. In dem Video wird es wirklich sehr gut erklärt und zum Anmerken wäre nur, dass ihr wirklich, bevor ihr damit anfangt, den Platz sehr, sehr sauber machen solltet. Ich mache es meistens mit Glasreiniger, die Oberfläche gründlich abzuwischen, dass sonst eben keine Staubkrümel oder Sonstigkeiten unter die Folie gelangen. Weiter geht es natürlich mit dem liegenden Putzmaterialien, sowie wir fangen mal an mit dem ersten Tuch und zwar das Alkoholtuch. Dann geht es natürlich weiter mit dem Mikrofasertuch und am Schluss natürlich die Fusselsticker, damit ihr halt wirklich die komplette Folie bzw. das komplette Glas des Smartphones wirklich sauber habt. Hierbei sage ich nur eines, nehmt euch ein bisschen mehr Zeit, ein paar Minuten mehr Zeit, dann wird es dann später auch nicht so bereuen. Weil sollte das beim ersten Mal nicht klappen, das Ganze noch hinauszukriegen, ein Fusselkorn ist fast unmöglich. Jetzt nach dem Saubermachen legt ihr die Schablone rauf und richtet die Folie in der Schablone aus, dass ihr es eben später problemlos anbringen könnt. Schaut euch nochmal das Display an und wenn ihr jetzt wirklich sicher seid, dass das Ganze wirklich sauber ist, keine Fuseln hat oder Sonstigkeiten, dann bringt ihr das Ganze auf euer iPhone 13 in meinem Fall an und dann seht ihr gleich, dass das Ganze sich einfach von selbst anheftet und ein paar Sekunden braucht und solltet ihr wirklich sauber jetzt gearbeitet haben und keine Luftbläschen vorhanden sein, sollte es wirklich schon gesagt alles passen. Bei mir war es so, dass halt eben zwei kleine Luftbläschen auf den Seitenrändern vorhanden war. Das muss ich dann halt einfach mit ein bisschen Gefühl hinausdrücken, aber im Endeffekt lohnt sich das, ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, somit habt ihr keine nervigen Probleme mit dem Display danach. Genauso habe ich es halt eben gemacht. Habt ihr andere Vorschläge oder Verbesserungsabsichten, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und lässt es mich natürlich wissen. Das war es jetzt mit dem kurzen Tutorial und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, hinterlasst gleich zwei Like, ein Kommentar und Abo und ihr kennt es den ganzen Spaß, hinterlasst es mir bitte auch. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.